Wird das spielen? Ja, Ditus war lustig. Kämpfe auf Messer, ich bin Ditus gegeneinander. Ja. Was ist denn hier los? Was ist jetzt? Ich hab den Mikros verloren. Mit dem Pikachu? Ja, Pikachu. Der war 1-0. Ja, krass, das Spiel ist kein Problem. Egal, wo ich war, ich wusste. Es war zu viele Joints. Ich hab irgendwie alles angehört. Ich hab irgendwie die Brudi. Es war zu viele Joints. Das waren zu wenig, zu wenig. Bracket gucken, natürlich. Ja, die Maus. Maus, ey, die Spinnerin. Ja, wir können die erste Runde stehen, dann wird es schön. Gucken wir vielleicht. Wir können uns auch gegen Wheatfit, I don't know. Ich das mit war Pikachu Matchup. Ich kann mir vorstellen, wie es offstage aussieht. Ich hab sogar auch noch nie gespielt. Kann der Speaker mehr ganz gut. Vor allem ich spiele mit da. Ja, she kickt es schon aus. Falco, Gennebaut. Falco? Ich verlange nicht mehr da. Was machst du? Morgen einfach so im nächsten Monat nicht da, der Schutz einmal. Nee, das ist so. Legit schlimmer als bei dir. Aber warum ist ein richtiger Rentner? Das wird noch weniger. Ich bin auch die ganzen. Ja, aber du hast das Glück dafür gesehen, oder? Ja, ich hab's ja doch keine Glück. Ja, ab und zu gegenfahren. Hammer, ich hab den nicht da. Du hast so zu dicht, du kannst so safe sein, ich hab so leise Damage, das stimmt. Oh, ist das echt einfach? Das ist krass. Zum Beispiel ran. Ja. Dauert so 10 Sekunden. Ja, schon war auf jeden Fall einer der heftigsten gelernten Charaktere aus den letzten Catches, ne? Ja, Upshot Wurf funktioniert ja auch nicht mehr. Und so, ja, das schreit nach Sichirot, oder? Oder ich weiß ja nicht. Ja. Auf jeden Fall 1-0 für Mux. Und das ist nochmal Mario. Okay, nochmal Mario, geht Link. Man kann auch irgendwie sehen, wie viele Zuschauer man hat, oder? Wo kann man es hin? Ja, wie kann man das sehen? Nee, da kommt das ein Tab offen. Doppel
wenn du auf den Browser gehst. Ja. Ja, 5 Uhr. Oh, korrekt. Na, das geht ab wie immer. Jeder, der da ist, schreibt mal Hi im Chat. Ist hier bei Breakfast Summit, ne? Ihr wisst Bescheid. Keine Luca, ne? Es ist... Ich weiß gar nicht genau, das müsste... Okay, das ist auf jeden Fall eine Restrunde. Das ist doch schön, das hier. Muxo Game 1 Führung und auch mit erstes Sub-Führung in Game 2, okay. Ich kann es hier weitergehen jetzt. Vario hat trotzdem nervt auf jeden Fall immer noch gute Killer zu haben. Auch gute Kombos immer noch. Ich dachte, jetzt kommt der Bücher geworden. Einige Sachen sind auf jeden Fall schwieriger und tighter geworden. Manche sind auch unmöglich geworden. Mal schauen, ob es wirklich weiter Kill wird oder ob Mux hier den Prozent nicht holt. Echt noch ein zweites Sock, dann sieht es richtig, richtig aus. Noch mehr, noch kein Jank. Nichts mehr verkehren, Air Dodge. Oh, hier ein Backer Trade. Ich hab immer noch nicht das Sack geholt. Langsam ist es gefährlich. Der Warp ist auch jetzt, ready. Wenn Slipknot und Kill holt, dann ist eigentlich auch alles wieder aufgegeben. Also eigentlich ist er eben super. Ja, sobald Slipknot halt einen Kill hat, ne? Dann ist es nicht. Warp zu teilen, ich werde noch. Oh. So, das ist so gut sein. Das ist mal cool. Ja. Und direkt auf den Sock gepunnt, das war echt huge. Jetzt ist das Momentum vielleicht geschiftet. Wie ich gerade gesagt habe, jetzt ist das Game Even. Das heißt, wer wird den nächsten Sock holen? Das, der nächste Sock wird das ganze Sack entscheiden, glaube ich. Was ist Inkling? Ja, ich nicht. Der zweite Stop ist der wichtigste. Das haben wir schon geklärt. Ja, schnell noch. Aber jetzt der Sock gibt so viel Momentum. Total spannend. Ja, wir müssen sehr vorsichtig spielen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe 2-0 verloren gegen Schatten. Okay. Ich bin 5 Minuten gegangen. Ich weiß, ich gegen mich das nächste Spiel gehen. Du spielst gegen... Oh, du gehen die Gewehr auf Ah, okay. Hi, was geht? Ich spiele mir doch Pikachu in Mitte. Okay, also, wieso ist es gerade reingekommen? Runde 2 ist auch für fertig. Chuckle macht sich direkt auf in Sunas Quarters. Ne, Suna Semi ist das schon. Chuckle ist schon direkt zur Wacht gekommen. Zwei Wins. Richtig, richtig. Aber back to the game. Slipknot lebt immer noch und bekommt F-Tail to frame. Krass, krass. Einfach 192. Ja, das ist heftig. Kurz nicht aufgepasst. Einfach. Inkling ist Gaming. Das ist wirklich der Moment, wo ich am meisten struggle. Genau. Jo. Bei denen alles nur. Oh, die Backer immer noch nicht bei 200%. Das reicht einfach nicht. Mario noch nicht gekillt bisher? Ich glaube, vielleicht ist es wirklich ein Timeout. 2-0 für Ray gegen Falco, ja. Ne? Okay. Ja, wer timeoutet, wird gebannt von Breakfast Summit. Beachtet das bitte. Dann kommst du auch von Liter 8. 200 Euro, also ich glaube nicht, dass es quasi ein Timeout also ich muss jetzt nochmal den Warfrat locken. Er hat den Warfrat noch die ganze Zeit. Er hat seit 5 Minuten 2 Stocks. Oh mein Gott, man bekommt echt den Kill. Krass, krass, das und wird jetzt... Und richtig Stock gezogen. Ey, ich hab gesagt, wer den Stock bekommt, gewinnt das Set, ne? Scheiße, Mann, jetzt muss man zeigen, ob wir nochmal... ob wir hier den Case langsam bekommen. Ja, ich glaube auch. 13%. Und die Fresh Back, ja. Fresh hat gereicht. Jetzt ist es wirklich der, die 5%. Aber Mario hat geworfen. Das ist wieder schon. Mario hat geworfen. Ey, gibt's da einen Platz? Wie war da? Da ist noch... Da war nur die Tür. 2 Minuten Ja, es wird wirklich close. Also entweder bekommt Slipknot jetzt bald einen kranken Warp von Film und wir gehen zu Game 3. Oder das Game wird wirklich zu teilen. Das war für mich aus, Ja, ich glaube ohne Rüte. Mux holt das. Er ist krass geworden. Kann auf jeden Fall gut sein. Er hat das erste Game dominant geholt.
Der auch gegen Bowser? Nee, der erstens Stock auch Dominak geholt, dann hat halt Stock 2 war eigentlich richtig. Also ich hatte halt beim das wäre fast gewesen. Ich hab die ganze Zeit bei Mux das Gefühl gehabt, dass er in letzter Zeit übelst advanced ist, aber er gewinnt Spiel vor allem gegen mich ziemlich krass. Ich finde, sein Advantage ist sehr viel stärker geworden. Oh, der Reed! Oh mein Gott, das kriegt er. Der Upset Warp, der nicht mehr connected, der hat ja den Sieg. Crazy! Ich hätte immer den Sieg, weil der ist das besser? Man muss sagen, Mux ist ja jetzt der Alpha-Inklings, der einzige übrige. Das ist schon crazy. Alle anderen haben das gewonnen. Wir haben vorhin in der Battle Royale gespielt. Wer ist der beste Inkling so? Noch einer übrig. Er hat die Victory Royale. Wer ist der? 20 waren 6 aktive Inkling-Mans oder so? Mello, es gab Little Ty, es gab Miles, es gab Mux. Und einen gab es noch, glaube ich. Aber vergessen wir. Was? Ich bin mir sicher, es gab noch einen. Ja, den kriegst du für mich 2-0. Genau, der Gongi, der Gongi. Warte, gab es einen 6? Achso, ich hab 6 aufgezeigt. Ich glaub 5. Ne, das war 5. Wisst ihr noch, wo ich euch 300 zu 0 gekriegt habe? Ja, das war ich. Das hat einfach komplett Dinge zerstört. Das hat sein komplettes Ding zerstört. Ich weiß noch, als wir irgendwie diese ganzen Daten eingetragen haben, wenn irgendwie den Pair oder so da hat, weiß, was richtig abgenervt hat, überall war. Das ist gar nicht der Pair, das ist ein Video, das ist. Was war hier? Ja. Nehmt's Like, bitte rechts. Okay, ja, Game 3, letztes Game. Ich muss noch auf Update drücken. Meint ihr, jetzt nochmal letzte Chance, eure Besten abzugeben? Jetzt oder nicht? Ich sag Mux. Ich fand das echt sehr, sehr gut für Mutter. Oh, aber der Waller. Okay. Aus dem Disadvantage. Jedes einzelne Game hat nichts Disadvantage. Eins hat ihm geholfen, und zwei hat es nicht ganz geholfen. Jedes einzelne Game hat Slippy auch Waff. Kannst du voll wahr. Mindestens ein. Und solange wir die Games gehen, wahrscheinlich kriegt er auch wieder einen zweiten, schätze ich mal. Ja, aber letzte Game hat er, glaube ich, nur einen eingesetzt, oder? Das hat einfach nur 8 Minuten gehört, dachte ich, aber so Leckwürfel oder so. Ja, der ist jetzt die Das ist, ich habe Falco gegen das habe ich schon. Amikawa 2-0, ja? Dann musst du jetzt, Falco, du musst das Ding Amikawa. Falco, das hat gelungen, ne? Gut reingeteckt. Ist ja wieder wie Wolof geworden. Ich weiß, eine kranke Kombo. Und da ist der Warp. Game ist auf jeden Fall weiterhin der Steven. Vielleicht hat Mario sogar kein Lied. Ich verliere Reform, glaube ich. Ja, ich verliere Reform. Wobei, jetzt bei gleichen Prozenten. Das geht noch nicht. Ja, jetzt ist es wirklich nicht. Das geht nicht, aber fällt das das ist schon Worth. Das ist schon Worth. Ist es Worth bei den Prozenten? Ja, auf jeden Fall. Bei gegen Enkling schon, ja. Auf jeden Fall, ja. Und man sieht schon die Kombo, die er bekommen hat. Ja, besser Worth. Sehr gut gespielt. Vor allem letztes Game haben wir gesehen, es geht lang genug, dass er noch Worth bekommt. Wahrscheinlich. Jetzt mit dem Momentum, die ganze Zeit gepressert, und jetzt ist Enkling direkt auf 100%. Und jetzt muss man wirklich aufpassen. Kleiner Snacker. Spike. Spike kann schon gut helfen zum Wettbewerb. Ich bin beide gefunden, aber. Einfach hochgerollt und Wettbewerb gemacht. Das war nicht völlig dafür. Und jetzt. Ich glaube, jetzt wird Slippy einfach defensiv spielen, noch für sein Warp warten. Genau, weil jetzt das erste Mal, dass die Situation umgedreht ist. Jetzt hat er eine Slip-Versicht. Und jetzt muss Mux reingehen, weil wenn er nicht reingeht, bekommt er gesagt, es wird nur noch ein Warp und dann ist ganz vorbei. Und auch die Distanz halten für die Side, die er davon nicht geburst werden kann. Also es gibt ja wenig Moves, die jetzt überhaupt killen. Wenn er Deep halt dodgt, immer so ein bisschen Chip-Damage holt, sein Warp charge, wie also, war das eigentlich haben. Unter normalen Umständen ist auf jeden Fall mit Inkling Approach nicht die allerbeste Idee. Ja, er hat jetzt nicht die krasseste Moves dafür unbedingt. Er hat auch eher defensiv mit dem Spiel, das hätte dran gehen. Aber
Ich schätze auch der Waffe eher bleiben, man sollte auf jeden Fall ein bisschen geduldiger bleiben. Auf jeden Fall, aber ja, man darf nicht alles mit reinwaschen. Dann muss man schauen, dass man halt nicht zu prickelt ist. Man muss nicht mehr Zimmer werden. Also angeblich laut Pelle der Frozen ist. Jetzt ist der Hardwalk auf jeden Fall schon wieder ready. Der Hardwalk steht schon wieder unter. Ja, denke ich auch. Ein Opening. Weil sagen wir, mit dem Great kann ich vielleicht gar nicht mal so gut kommen. Ich brauche überhaupt gar nichts. Er gönnt sich aber trotzdem. Einfach mit dem Stipp verschwinden. Alle Dinge jetzt. Ich sag doch, der zweite Stock, der ist wichtig. Ja, das ist so, Alter. Kriegst du einen? Alter, was für ein Sachen anheben. Das war schon ziemlich heftig. Das ist ein ganz großer Unterschied.